Abends wünsche ich Ihnen, liebe Fußballfreunde, willkommen hier vom Kommentatorenplatz. Es ist, das kann ich Ihnen sagen, alles angerichtet. Rasentop, Zuschauer sind da, ausverkaufte Hütte und die äußeren Bedingungen, die sind auch wirklich ideal. Den ganzen Tag über hat die Sonne rausgeguckt, es war wolkenlos und die Wettervorhersage sagt auch, es soll auch so bleiben an diesem Abend. Freuen wir uns auf ein hoffentlich großartiges Fußballspiel. Das sieht schon einfach grandios aus hier. Eines der beeindruckendsten Stadien in diesem Teil der Welt. Und nun die Nationalhymne der Niederlande. Wie die Hymne präsentieren, beeindruckend. Schweden tritt mit einer Viererkette an, dazu vorne mit zwei Stürmern. Ich glaube, dass dieses 4-4-2 auch das System der großen Unberechenbarkeit ist, weil du es so verschieden auslegen kannst. Ganz wichtige Frage natürlich, wie sortieren sich die Jungs im Mittelfeld? In der offensiveren Viererkette haben wir da die echte 6, haben wir den echten 10er. Geht das Richtung Raute und wenn ja, wie flach wird die sein? Wir werden es ganz genau beobachten. Alles ist angerichtet. Van Dijk. Lind. De Roon. Es geht über die rechte Seite. Maarten de Roon. Da ist die Chance. Ball im Seitenhaus, Einwurf. De Jong. Wijnaldum. Memphis Depay. Nicht ohne Risiko dieses Tackling im eigenen 16er. Ich weiß, dass er nur ungern den Kürzeren zieht. Aber hier muss er sich eingestehen, dass ihm sein Gegenspieler den Schneid abgekauft hat. Was für ein Getümmel. Ich bin mir ziemlich sicher, da gab es einfach kein Durchkommen. Weg mit dem Ding. Schweden versucht, das Spiel ziemlich in die Breite zu ziehen. Ja, das sehe ich auch. Aber was ist der Sinn dahinter? Ich glaube, sie wollen die kompakte Formation des Gegners auseinanderreißen, indem sie die Spieler, ich sag mal, Richtung Seitenauslinie locken. Maarten de Roon. Er schlägt ihn in stark angesetzt zum Kopfball. Tor für die Niederlande. Die Niederlande gehen in Front. Und er knipst dieses Ding hier einfach weg. Also Kompliment an den Stürmer, der hat das klasse gemacht, überhaupt keine Frage. Aber über diese Abwehr muss man sich schon wundern, das ist ja abenteuerlich.
Da ist es, das erste Tor der Partie. Damit dürfte sich das Spiel von jetzt an etwas spannender gestalten. Granqvist. Flankenwechsel. Bislang ist die Führung okay und gleich ist ja auch Pause. De Jong klaut da ganz geschickt den Ball. Das ist schlitzohrig. Das war doch eigentlich eine vielversprechende Situation. Die anderen waren doch da. Warum bindet er sie nicht ein? Damit ist die erste Halbzeit schon beendet. Eine kompakte Mannschaftsleistung, defensiv wie offensiv, und dafür wurde das Team belohnt. So, beide Mannschaften gehen in die Kabinen. Wir haben einen Treffer gesehen. Ausgang hier noch völlig ungewiss. Alles ist wieder bereit. Ich schätze, dass die Partie jetzt viel offener wird. Das muss sie ja auch bei diesem Spielstand. Forsberg gewinnt den Ball für sein Team zurück. Granqvist. Super, öffnender Pass. Das gibt Eckball. Hauptsache weg mit dem Ding. Der kommt weit nach vorn. Memphis Depay. 15 Minuten in Durchgang 2 sind gespielt. Hier ist bislang nur ein Treffer. Memphis Depay. Martin de Roon. Auf den langen Pfosten gezogen. Zu weit und ins Aus. Spielverlagerung. Forsberg fordert den Ball. De Ligt. Man sieht so etwas nicht mehr ganz so häufig im modernen Fußball, aber sie gehen das hier tatsächlich mit Manndeckung an. Das ist das Berufsrisiko eines Torschützen. Wenn du triffst, dann kümmert sich der Gegner noch mal ein bisschen mehr um dich. Ab in Richtung Tor. Das hätte das 2:0 sein müssen. Ganz stark, absolute Klasse. Der Mann zwischen den Pfosten hält sein Team im Spiel. Und damit ist es fürs Erste vorbei. Das ist Chancenwucher und wir sind gespannt, ob sich das am Ende rächen wird. De Roon ist körperlich einfach unterlegen. De Ligt. Memphis Depay. Man könnte durchaus flanken. Richtige Entscheidung, Einwurf. Wijnaldum, jetzt aber. Treffer, versenkt. Das ist jetzt schon ein komfortables Polster. Einfach und haltbar. Der hat noch nicht mal hingeguckt und legt den Ball genau dahin, wo der Ball hin muss. Einmalig, riesig, Kompliment.
Und damit dürften... Der Schlusspfiff, das war's für Sie. Sie haben den Gegner über die komplette Spieldauer nahezu beherrscht und damit ein gutes Ergebnis erzielt. Was nehmen wir aus dieser Partie mit, Hansi? Wenn du hinten sicher stehst, dann hast du ein 0:0 schon mal in der Tasche. Und wenn du dann selbst triffst, na klar, dann gehst du als Sieger vom Platz. Wir verabschieden uns. Hansi, was hätte ich ohne deine Expertise gemacht? Herzlichen Dank dafür. Immer wieder gern, Marco.